Ich brauche noch 6 Zinn, 2 Glas. Wir haben nämlich Frauentausch gemacht. Der Kinsey, der macht jetzt mal ein bisschen die Technik und ich baue einfach Gedöns. Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, hier bei diesem idyllischen Sonnenuntergang auf unserer Skysolated-Insel mit dem guten Kinsey. Wo ist er? Er ist weg. Er ist weggelaufen. Ah ja, der ist ja noch auf der anderen Insel. Okay. Kinsey? Ja? Bist du da? Ich bin da, ja. Kinsey, ich bin dein Vater. Ich hoffe, Schneckball will mich nicht in den Tod jagen jetzt. Wieso? Ich weiß nicht, sie hat gesagt, ich soll ihr folgen. Achso, das ist eine Wasserrutsche. Yippie! Ach, du hast echt noch gar keine Folge von denen geguckt, oder? Doch, die habe ich schon gesehen, die Wasserrutsche. Okay. Stimmt. Aber ich habe jetzt gedacht, am Ende wäre ein fehlender Block oder so. Das war doch am Anfang ganz lange echt? Bei denen so, ja, ja. Okay. Aber das haben sie irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie untergegangen. Ah, Mutzi ist noch sleeping, okay. Achso, okay, ich lege mich dann in Brainiacs Bett. Ja, Mama. Was? Ja, du bist ein bisschen zu langsam. Ich bin zu langsam? Klar. Ist eine Pressure Plate? Nee. Oh, ich vergesse immer, wie er Pressure Plates macht. Trapdoor? Hallo? Ist der Squeezer schon fertig, ja? Ach, da brauche ich nur 2. Danke. Danke, wollte ich schreiben. Schön, dass du da warst, ja. Das hat sie zu mir nicht gesagt. Tschö. Ich habe ja aber auch nichts kaputt gemacht. Ja, und ich? Ich habe sogar noch Essen gebracht. Oh, ich habe auch ein Cherry Pie Brot gemacht. Gebracht. Könnt ja mal in den Fresspalast kommen. Wir müssen aber unsere Straße unbedingt breiter machen. Ja, das ist ja jetzt nur der erste Weg. Ich wollte, wie breit haben die den Weg gemacht? Bist du noch da? 3. 4. Bin noch auf dem Weg, ja. 4. Ah, 4 ist blöd. Wir können auch auf Tomcraft warten, bis wir unsere wunderbare Schaufel haben. Dann können wir ja alles vollpflastern. Ja, aber das brauchen wir ja jetzt. Nee. Ja, ist klar. Ja, doch. Ah, soll ich ein bisschen... Ich mache ein bisschen Holzkohle. Wozu brauchst du denn Holzkohle? Hier die? Wir fackeln. Ach so. Außerdem haben wir genug Holz. Ja, das stimmt. Furnace. Warum ist da noch Cleanstone drin? Egal. Ach. Jetzt ist es meiner. Ja, den habe ich gemacht, damit wir die Scan haben. Ah, okay. Ah, oh, du hast sogar einen Schalter für die Tür eingebaut. Sexy. Ja, damit, sexy. Aber nur auf der einen Seite, damit keine Mobs reinkommen. Sehr gut. Ah, wie ging denn nochmal dieser Juicer? Mach ich nämlich noch einen zweiten Juicer. Druckplatte über. Ah, okay, Druckplatte unter dem Cleanstone. Ach, dafür hast du den auch gemacht, gell? Ja, auch. Und für die den einen da im Fresspalast lassen. Den einen Juicer und den anderen kommen dir in die Nahrungskiste. Mhm. Brauchst du Cleanstone noch? Nee, danke. Mach's mal bei mir in die Dreckkiste. Wenn du nochmal was brauchst, weißt du Bescheid. Ich bin gerade noch am Kopper kopieren. Aber du bist mit dem Kopper am Kopulieren? Ja, ich bin mit dem Kopper am Kopulieren. Nice! Ja. Oh, Metal. Ich habe Metal in der Playlist. Fein. Guter Kinsey. Ist noch nicht alles verloren. Ups, das war zu viel. So. Jetzt habe ich mal genug Fackeln. Dann werde ich die mal auf den Weg verteilen. Oh, es laggt.
Jodo, leckt's mir doch am Arsch. Wie war das? F7? War das mit dem F7 für die Beleuchtung zu gucken? Ja. Ah, okay, dann scheint hier alles schon mal gut ausgeleuchtet zu sein. Ja. Sehr schön. Wir werden gleich alles voller Kupfer in der Schmelze haben. Du, sag mal, passt da eigentlich noch was rein in die Schmelze? Ich weiß gar nicht, ob die Schmelze irgendein Limit hat. Ich glaube, da kannst du reinpfeffern bis zum Geld nicht mehr. Weil die ist ja schon sowas von überladen, übervoll, total überfüllt, voll. Meinst du, die ist voll überladen, überfüllt, ist, voll? Ja. Okay. Exakter Mundo. Na gut. Habe ich natürlich hier kein Schild dabei. Ja, egal. Mach ich halt eins. Ach, hier bei der Mod kann ich ja auch einzelne, kann ich auch Crush-Dinger reinpacken. Ja, kannst du auch. Aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Doch, geht, aber da kommen halt Millibuckets rein, die kannst du halt nicht komplett als Ignot machen, wenn du da nicht genügend Pulverized oder Crushed-Dinger drin hast. Crash, Crash. He's crashed. Ich hab noch Kartoffeln, möchtest du eine Kartoffel? Ich hab hier Kartoffeln, die sind ganz lecker. Ich mach eine Ofenkartoffel davon. Mit Quark. Wie oft kannst du Kartoffeln in einer Minute sagen? Kartoffel. Keine Ahnung, ich hab keine Lust mehr. Was ist denn das für ein Scheiß? Kartoffel gerade ein. Ich hab gerade ein Schild auf den Boden gesetzt. Oh, wir haben ja noch ganz viel Zinn in der Schmelze. Dann kriegen wir ja gleich schon Bronze, das ist ja toll. So, links schön, geht's schön. Zum Komag. Hat er falsch gesetzt. Ah, doof. Wieso habe ich denn noch Iron Ore? Kommt auch rein. Kommt als gebrochene Version rein. Nicht als erbrochene Version. Ach so, okay. Ich hab schon wieder. Ob ich Potatoes in die Schmelze packen kann? Potato. Neckball. Und. Oh, nein, keine 6. Ein und. Und. Brainiac. Na komm, endlich. Ich war nur aufs Kupfer hier. Meine Güte. Jo, Zinn ist fast weg. Und dafür haben wir jetzt 72 Ingnots Bronze. Gut, dann packe ich jetzt den Rest. Ah, es passt nicht, war ja klar. Das kommt jetzt in die Schmelzekiste. Aber egal. Ich will doch nicht noch länger warten. Ja. So, kommt nächstes Mal rein. So, Blöcke. Ist der Bronze unten? Ist die Bronze unten? Bronze ist unten. Sehr schön. Miau. Wie viel brauche ich denn? 8. Gut, da reicht ja ein. Warum sprichst du so komisch? Hilfst du, warum sprichst du so komisch? Hab ich dich angesteckt? Ja, ach so. Das ist so geil. Ja. Applaus! Für den Mann aus dem weiß das. So, baue ich jetzt an dem Weg da weiter? Ja oder nein? Soll ich an dem Weg weiterbauen? Wie du willst. Brauche ich sau viel Limestone, also 3 Stacks bestimmt. Squeezer, da ist er ja noch, sehr schön. Ich brauche noch 6 Zinn, 2 Glas. Wir haben nämlich Frauentausch gemacht. Der Kinsey, der macht jetzt mal ein bisschen die Technik und ich baue einfach Gedöns. Naja, Technik ist das ja nicht unbedingt. Ist ja nur ein Squeezer. Der Squeezer, der ist auch Technik, der braucht Energie. Okay, er ist recht. Ey, was ist denn das Sönste? So voll gemüllt ist mein Inventar. Das ist ja wohl nicht wahr, mein Inventar. Das ist voll gemüllt. Bam, 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 bam. Squeezer. Peace, squeeze. Oh mein Gott. Wie macht die Maus, wenn man drauf tritt? Squeeze. Oh, wo kann ich den denn noch hinpacken? Den kann ich, ach so, in die Höhle. In die Höhle hier nicht, ins Restaurant. Ja, was hat denn der im Restaurant zu suchen?
Ja, Entsafter. Das ist kein Entsafter. Natürlich, das ist ein Squeezer. Da kannst du auch Saft draus herstellen, meine ich. Dann guck das mal lieber nochmal nach, ich glaube nämlich nicht. Ach, ist doch jetzt nicht so. Ja doch, das muss richtig sein. Jetzt verunstaltet er meine Küche. Wieso passiert nichts, wenn ich U drücke? Wo hast du denn deine Maus währenddessen drauf? Auf dem Squeezer. Ach so. Vielleicht geht das nur hier. Nein. Naja, egal. Saft, Juice. X Pumpkin Bucket. Cubicle Furnace. Squeezer. Ach nee, das ist zum Entsaften. Aha. Liquid XP, okay, ja. Nope. Kannst du aber auch. Kannst Zinn daraus herstellen? Ich wüsste mal gern, was der Kinsey da immer guckt. Nee, du kannst mit dem Squeezer auch. Zinn herstellen, ja. Ja. Macht Sinn. Komischerweise ja. Zinn herstellen macht Sinn. Hä? 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 Was? Hä? Ach, aus einer Juice Can kommt kommt auch noch ein Tin Ingot. Ach so. Ja, jetzt rall ich's. Und Saft halt. Apple Juice. Nee, das brauchst du nur mit dem Juicer, okay. Juice Void Capsule, okay. Veggie Juice Drum. Okay. Da freut er sich. Da freut sich der Kinsey. Aha. Okay, und wie kriegt man den Veggie Juice da rein? Wahrscheinlich mittels entweder oder. Ah, Fluid Transposer. Nee, der Squeezer ist ja nur, um Saft rauszuholen. Du hast ja recht, meine Güte. Ja, nun, dann müssen wir das Ganze wahrscheinlich auch in die Nähe vom Fluid Transposer setzen. Ja, ist von Vorteil, ja. Weil wir müssen das ja wahrscheinlich mit Fluidukten da rüberfeuern. Ja. Yep. Oh, wir sind alleine, dann können wir mal schnell Hayabubo machen. So. Squeezer. Sunflower Seeds. Na, arbeitest du auch? Seed Oil! Sag ich doch. Nee, wir können direkt die Can in den Squeezer packen. Dann mache ich mal ein paar Cans. Aber dann brauche ich schon wieder Zinn. Ah, ja, aber du brauchst doch trotzdem noch. Du brauchst doch trotzdem noch Seed, also Samen, um das Öl. Ich habe 64 Samen reingepackt. Ah, hast du schon? Ja, das habe ich vorher gemacht. Sag mir das auch. Das habe ich vorher gemacht. Da habe ich natürlich das ganze Zinn für Bronze verbraten. Oh Mann. Ey, wir haben so viel Zeug. Ja, wir haben auch noch. Wir werden ja noch ein bisschen Zinn bekommen. Zinn im. In der Kiste hier. 24. Ja, ich wollte gerade sagen, also 24. Metall geht uns nicht so schnell aus. Und wenn ich mich recht entsinne, bekomme ich auch 12 Cans aus einem Produktionsvorgang. Ja, mache ich 24. Die kannst du doch auch mehrmals benutzen. Ja, bist du sicher? Du kannst die ziemlich, ja. Dann mache ich mir erstmal nur 12. Schon wieder mehr. Ich bin mir relativ sicher, dass du die mehrmals benutzen kannst. Ja, das kann auch gut sein. Oh, leck. Das ist gut möglich, mein Freund. Ich meine, macht ja keinen Sinn, wenn du einmal so eine Kanne da hast, wie Kupfer. Ich habe ja auch Zinn. Ein Zinnstecher. Ein Zinnstecher. Ein Zimtstecher? Ein Zimtstecher, ja, nur zur Weihnachtszeit. Ich bin ja mehr so der Anis-Typ. Hä? Ach, da kommt die Can rein. Oh, das geht aber flott. Die ist ganz flott befüllt. Wie viel geht denn da rein? Geht da auch? Das ist auch ein Biogas. Millibucket? Das ist auch, das kann man auch im Biogas-Engine packen. Was? Das Seed Oil, ja klar. Ja. Witzig. Ah, jetzt ist schon alle, oder was? Das war's schon mit Sunflower Seed. Aber wenn du meinst, man kann alles reinpacken? Ja, du kannst aus so ziemlich allem Seeds, kannst du Seed Oil machen. Darum heißt es ja so. Selbst und aus so ziemlich jedem Fisch kannst du Fish Oil machen. Das werden wir später wahrscheinlich auch noch brauchen. Was passiert, wenn ich eine Onion reinpacke? Gar nichts. Wo kommst du Onion Oil? Ja, Seeds, normale Seeds gehen auch. Ja, dann hol ich ja, mir hier also beim, es geht fast alles rein. Feld hole ich noch ein paar, ja. Und dann machst du damit quasi einen Bienenstock, einen künstlichen, sehe ich das richtig? Ja, ist das dein Plan? Ich glaube aber noch nicht. Oh.
Ich glaube, in dieser Folge wird das noch nichts. Ich weiß nicht, wie kompliziert das, der Bienenstock herzustellen ist. Gar nicht so kompliziert. Hatte ich, glaube ich, auf der Singleplayer-Map so ziemlich am Anfang gemacht. Aber okay. Dann habe ich gerafft, okay, ich brauche... Oh, der kann erstmal ordentlich produzieren hier, genau. Da sind, glaube ich, auch noch welche reingeflogen. Ja, jo, zwei Stück, wow. Ganz schön Metal-lastig gerade hier. Das ist doch gut. Ja, ist okay. Du lernst noch von mir, du lernst noch von mir. Ich habe schon immer Metal gehört. Ja, ja, genau. Ich höre eigentlich alles querbeet so, außer vielleicht... Homo-Metal, ja. Homo-Metal, ich gebe dir gleich Homo-Metal. Ja, Tokyo Hotel. Durch den Mond und oh, das gibt die Abos, das gibt die Abos. Nen. Ja, ich habe gestern Abend zufällig im TV gesehen, dass die jetzt wieder hier in Deutschland sind und wieder durchstarten wollen. Ja, wollen die durchstarten? Ich glaube es anscheinend, nicht. Ja. Ich glaube es hat nicht. Gar nichts davon mitbekommen, dass die irgendwie großartig Karten waren. Kaufen. Nein, war Spaß. Ja, versucht mal einmal mit dem Kinzi ein anständiges Gespräch anzufangen und jetzt zieht's direkt wieder ins Lächerliche. Ach komm. kennst du eigentlich hier? jemanden, der Fan von denen ist? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so wirklich richtig Fan ist. Ja, außer dir jetzt eigentlich keinen. Nee. Ach, was brauche ich denn für einen Bienenstock? Es muss ja auch ein spezieller Bienenstock sein, glaube ich. Also ein Artificial Hive. Ein künstlicher Hive. Bienenstock, ja. Und den musst du dann einsamen. Einsamen? Oh ja. Arti. Ex nihilo. Oh. Das ist ja nur ein Heuballen und ein Silkmesh. Ist ja nix. Ja, Frage ist, haben wir denn schon... Also Heu? Muss ich mir Heu haben wir auf jeden Fall. Zicke-zacke-zacke-zacke. Also Heu haben wir auf jeden Fall hinten noch massenweise. Hm. Ich habe hier hinten in die Scheune gerade was reingepackt, weil es irgendwie so schön passt. Oh. Wie viel wollen wir denn machen? Süß. Ich mache jetzt 3 Heuballen, dann gebe ich dem Esel vielleicht noch ein bisschen was. Oh, ja, das geht nicht, ich habe schon probiert. Echt? Die futtern keinen Heuballen. Kann doch nicht sein. Da muss ich den Esel nochmal trainieren hier. Wir haben auch gar keinen Esel mehr, der ist irgendwie weg. Echt? Ist doch keiner mehr gespawnt. Wahrscheinlich runtergeplumpst. Was passiert denn, wenn ich... Die Schafe wollen Bestimmt. Keine Heuballen. Ah ja. War ich die ganze Folge hier, jetzt bin ich schon fast anderthalb Folgen, nur an diesem Weg am Bauen, ne? Magst du Heu? Nee, ist okay. Also aber das nett, dass du fragst. Pferd mag auch kein Heu. Mag es verrottetes Fleisch? Das brauche ich gar nicht erst versuchen. Nee, ich glaube nicht. Haben wir überhaupt noch Fäden? Du hast ziemlich viele verbraucht, aber ich hatte unten... Oh, ich bin in den Wolken. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich bin wirklich in den Wolken. Hier ist gerade alles ganz neblig geworden. Bist du wirklich in den Wolken oder hast du irgendwelche Substanzen zu dir genommen? Nee, ich bin wirklich in den Wolken. Ich habe mich gerade mit Limestone so weit nach oben gebaut, dass ich in den Wolken war. Ich brauche nämlich noch so 3-4 Stacks für die Brücke fertig zu machen. Hast du auf die Zeit eigentlich geachtet? Ja klar. Gut. 18 Minuten 30. Das kommt mir so lange vor. Sag mal, ich habe doch irgendwann irgendwo... Das ist, weil du mal was arbeitest. Haben wir noch Silkworms? Ich hab doch welche. Keine Ahnung, zur Not macht ihr halt ein. Was machst du da? Da fliegt Heu in der Luft. Ja, toll. Oh nein, ein UFO. Ich brauch mal nochmal Saft. Kein Saft mehr. Warte. Hast du gehört? 6-mal Saft. Hä, wo ist mein Saft? Hier. Ich hab doch hier. Wir haben hier noch 6 Sticks. 6 Sticks. 6 Sticks. 6 Sticks. 6 Sticks. Wo sind die Maden? Nehmen die zwei überhaupt nochmal auf? Oder haben die jetzt so Huddeln mit Java, dass nichts mehr geht? Das wäre unvorteilhaft. Wo sind die? Vielleicht mal hier nach der Folge nachfragen, was los ist. Gehört? Ja, machen wir.
klar. Dass die wieder irgendwelche technologischen Missetaten da vollziehen. Wir haben keine Maden mehr. Mist. Ja, dann mach dir doch welche. Ich hab gehofft, wir haben noch welche. Warte mal. Weil es sau viel Arbeit ist, welche zu bekommen. Du musst ja nur im Group machen. Ich habe sogar noch zwei Groups. Okay, du musst ja nur nimmer jetzt mal einen Group machen. Ja. Oh. Und ich habe sogar einen Teleporter. Da kann ich auf meinen fetten Dschungelbaum. Oh ja, den können wir weiß machen. Ja, das wollte ich auch machen. Sieht bestimmt stylisch aus. Mhm. Aber der Dschungelbaum wird jetzt immer ein wenig klein bleiben, kleiner sein. Wegen dem Teleporter. Aber das ist ja nicht schlimm. Den kann man ja abbauen zur Not. Ja, das ist richtig. Ich hab keine Saplings, Würmer. Gib mir Würmer. Ich hab Würmer. Ich hab Würmer, was hast du so? Eieiei. Jetzt nicht aus Dumm und Dümmer. Ich hab Würmer, so wollen wir den Laden nennen. Das ist ewig her, Junge. Wo ich den verlegen soll. Mit dir muss man auch jedes halbe Jahr mal gucken. Nein, Dumm und Dümmer wirklich doch. Nicht. Nein. Oh, okay, ja. Den kommt man einmal gucken, aber nicht öfter. Nein, kann man jedes halbe Jahr gucken. Nein, was? Oh, das ist so doch. Ein Fan davon. Oh ja, ich bin ein riesen Jim Carrey-Fan. Also ich habe. Übrigens, der zweite Teil kommt bald im Kino. Was? Also der wirklich zweite Teil. Dieser billig Kackteil mit den zwei anderen Schauspielern da, der total für den Arsch war. Ja. Also was ich früher gesuchtet habe und öfter im Jahr geguckt habe, ist Babyspeck und Fleischklößchen. Ja, nicht schnell. Was? Klingt noch ein bisschen gay. Das ist ein guter Film, mit Bill Murray. Ah, okay, ja. Bill Murray ist gut. Ja. Zombieland, da war er noch jung. Ja, Bill Murray ist gut. Jung. Ja, aber der ist wie Wein, der wird mit dem Alter besser. Hast du Zombieland gesehen? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Oh, entschuldige. Ich war gerade abgelenkt. Ja, Kinsey, der hört immer so gern zu. So, ich komme auch zurück. Denn wir sind schon bei 22 Minuten. Wer hat Anmod gemacht? Ich, oder? Du, ja. Oder du? Ist Folge 71. Gut. Dann, ja, sag ich mal vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, schaut einfach das nächste Mal wieder rein. Vielleicht beim Kinsey, weil ich nur wieder elendig die Brücke hier baue. Aber muss ja auch mal gemacht werden, ne? Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hast du gehört, ich habe heute nicht reingeredet. Tschüss. Slow clap.